Okay, so let's now go through the test of Lecture 3. Lesen Sie das Beispiel und ergänzen Sie die Lücken mit den passenden Wörtern. We have to fill out the blanks. Beispiel. Michalis hat keine Million. Michalis has not a million. Yeah, he's not a millionaire. Wenn er eine Million hätte, if he had a million, wäre er glücklich. He would be lucky. Yeah. So we have to change the real situation Michalis hat keine Million he is not a million to an unreal situation to a wish if he had one yeah we have to transform the sentence so for example Michalis hat keine Arbeit so in this case wenn Michalis eine Arbeit hätte würde er kein Lotto spielen yeah in the first part with a condition we use the first form of the conjunctive form hätte hätte derived from the preteritum form hatte yeah hat is the verb the preteritum form is hatte and the conjunctive is just putting in just using the umlaut hätte and here we use the other form that is more that is easier würde spielen always würde plus infinitive würde spielen in general we use for sein haben and the modal verbs This form, yeah, and the easier form from the rest of the verbs, uh, in most uh, usually in spoken German. Yeah, Michaelis hat nicht im Lotto gewonnen. He has not won the lottery. Hat nicht im Lotto gewonnen. This is a past tense. So in this case, wenn er, wenn er im Lotto gewonnen hätte. Wenn er im Lotto gewonnen hätte, würde er viel Geld haben. Yeah? Michaelis hat kein Geld. He has no money. Wenn er Geld hätte, würde er eine eigene Schreinerei aufmachen. He would open own carpenter shop. Yeah? Michaelis hat keine Schreinerei. He has no carpenter shop. Wenn er eine Schreinerei hätte, wäre er sein eigener Chef. He would be his own boss. Michaelis ist nicht sein eigener Chef. He's not his own boss. Wenn er sein eigener Chef wäre, wäre er unkündbar. Michaelis ist nicht unkündbar. Wenn er unkündbar wäre, könnten er und seine Familie die Zukunft besser planen. He and his family could plan their future in a better way. Okay. Okay. Uh, here's a mistake, uh, when, I forgot to write the word when. Wenn er eine Arbeit hätte, wenn er eine Arbeit hätte, okay? I just forgot to write uh, the condition word when, when, yeah? If he had, if he had a job. Wenn er eine Arbeit hätte, okay? So let's move on. Klicken Sie auf das Lautsprechersymbol neben den Bildern, hören Sie den Satz und schreiben Sie ihn in das Textfeld. This is a dictation. We have to click on the speaker, listen to it and then write it down. So let's try. Wenn er Arbeit hätte, würde er kein Lotto spielen. Wenn er Arbeit hätte, würde er kein Lotto spielen. If he, if he had work, he would not play Lotto. Okay? Wenn er im Lotto gewonnen hätte, hätte er viel Geld. Wenn er im Lotto gewonnen hätte, hätte er viel Geld. He would have a lot of money. Hätte er viel Geld. Notice that this is a subclause, wenn, a condition, ending with a verb, then a comma, and then it starts, the main clause, with a verb, yeah? So both verbs are touching each other, yeah? this is always the case when we start with a subclause, yeah. okay. wenn er geld hätte, würde er eine eigene schreinerei aufmachen. wenn er geld hätte, würde er eine eigene schreinerei aufmachen. yeah. in this case, aufmachen. for this verb, we use the, the easier form. we use würde aufmachen. würde plus infinitive for the conjunctive form. okay. Wenn er eine Schreinerei hätte, wäre er sein eigener Chef. Wenn er eine Schreinerei hätte, wäre er sein eigener Chef. Wenn er sein eigener Chef wäre, wäre er unkündbar. Wenn er sein eigener Chef wäre, wäre er unkündbar. Wenn er unkündbar wäre, könnten er und seine Frau die Zukunft besser planen. Wenn er unkündbar wäre, könnten er und seine Frau die Zukunft besser planen. Okay, so let's move on. Here's a mistake. Why? Wenn er eine. Uh, I forget the C. Okay, I write it with the, with the, in the English version. S-H. It's a S-C-H. Schreinerei, of course. Yeah. Little mistake. Wenn er eine Schreinerei hätte. Schreinerei S-C-H. Let's move on. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Lücken mit den passenden Wörtern. We have to read the text and we have to add the missing words. Okay. Ungefähr ein Drittel aller Erwachsener in Deutschland spielen regelmäßig. They play on a regular basis. Lotto. Sie kreuzen. Sie kreuzen ihre Zahlen. They make a cross on the numbers. Sie kreuzen ihre Zahlen an und hoffen auf den großen Gewinn. They hope for the big win. Einfach mal sehen, einfach mal sein Glück, Glück, Luck. They will test the luck. Einfach mal sein Glück probieren. Schon immer haben die Menschen gespielt. Yeah, they always played nicht nur um geld sondern auch um sich im wettkampf zu messen oder mit freunden spaß zu haben to just have fun with friends spielen gehört einfach zum leben yeah it's part of the life dazu viele verbringen ihre freizeit damit the free time mit der familie oder freunde zusammen zu spielen to play with the family and friends mit etwas glück gewinnen sie beim brett oder Kartenspiel, or with card games. Viele Menschen vertrauen auf Glücksbringer, talisman, und glauben an das Glück durch Tradition. And they believe on luck through tradition. So wird vor der Hochzeit, before the wedding, der Polterabend gefeiert. This is the evening before the wedding. It's called Polterabend. Und Scherben, they break glasses. Scherben zerschlagen. Denn Porzellan sollen... No, they break porzellan. Und Porzellan zerschlagen. Denn Scherben... They break porzellan. Because broken glasses will... provide you luck. Yeah. Denn Scherben sollen Glück bringen. Am besten hat man Glück sowohl im Spiel als auch in der Liebe. The best thing is to have luck playing games or in love, finding love. Okay, ordnen Sie die einzelnen Teile der Adjektive einander zu. Here we have some adjectives, yeah. And in German we have some compound adjectives to emphasize them a little bit, like for example, feuerrot. Feuer is the fire and rot is red, so it's red like a fire, feuerrot. Or we say ice cold it's cold like ice or we say blitz schnell it's fast like a blade it's fast like a flash hell, it's bright like the day samt weich it's soft like velvet rost braun it's brown it's brown like rust warm herzig yeah it's warm warmhearted, warmherzig, steinreich, we say steinreich, rich like a stone, <laughs> sau teuer, we say sau teuer, sau teuer, like saying ridiculous expensive, sau teuer. Okay, so let's move on. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Lücken mit den passenden Verben im Präteritum. Hans im Glück, a story from the, from den Brüder Grimm. We have to use the preteritum form for the verbs. These are the regular preteritum forms and regular verbs. So it's not that difficult. So, for example, Hans diente. Yeah, remember, we just have to add to the stem, dienen, dien, the te for the preteritum. And in the first person singular and, the th and in the third person singular, we don't have an ending. We have just the te. Yeah. hans diente sieben jahre bei seinem herrn da sagte er zu ihm geben sie mir meinen lohn der herr antwortete He er antwortete hier hast du dein hier hast du einen klumpen gold da trabten ein reiter auf einem munteren pferd vorbei They trottet der reiter meinte ich gebe dir mein pferd und du gibst mir deinen klumpen gold Hans war, in this case we have war, because the f we have the verb to be, war. We know this präteritum form from A1. Hans war froh, dass er das Pferd hatte. Here also we have haben, now we have hatte. Dass er das Pferd hatte, that he had the horse. Bis er abgeworfen wurde. Yeah? This is also a irregular form. From werden we have wurde. wurde. Da spazierte yeah, ein Bauer mit einer Kuh vorbei. Hans ärgerte sich und meinte, das Reiten ist ein schlechter Spaß. Da lobe ich mir die Kuh. Nun, wenn es dir gefällt, tausche ich die Kuh für das Pferd. Hans wanderte mit seiner Kuh weiter und war zufrieden mit dem Handel. Er hatte aber bald Durst He was und bemühte sich, die Kuh zu melken. He wanted to milk the cow. Aber sie verletzte ihn mit einem Schlag am Kopf. Ein Metzger hatte auf einem Karren ein junges Schwein dabei. Die Kuh will wohl keine Milch mehr geben, denn es ist ein altes Tier. Aber dir zuliebe will ich tauschen und dir das Schwein für die Kuh lassen. Da tauschte Hans die Kuh gegen das Schwein. He changed the cow with a pick. Hans freute sich, dass alles so gut klappte. Es gesellte sich danach ein Bursche mit einer schönen weißen Gans dazu. Der sagte, mit deinem Schwein stimmt vielleicht etwas nicht. Da hatte Hans Angst. Hilf mir aus der Not, nimm mein Schwein da und lass mir deine Gans. Als er fast zu Hause war, bemerkte er einen, Schwe einen Scherenschleifer hans redete zu ihm ihnen geht es wohl gut weil ihr so lustig seid ja das handwerk hat einen goldenen boden man kann viel geld dabei verdienen und so sein glück machen das schenkte hans ihm die gans und hatte dafür den wetzstein aber der stein plumste plumste es like falling plumste in einen brunnen mit leichtem herzen und frei von aller last ging er nun fröhlich fort, bis er daheim bei seiner Mutter war, bis er daheim bei seiner Mutter war. Okay, uh, there is a mistake. Trabte, yeah, because it's ein Reiter. Uh, I wrote trabten. This would be the plural form, but it's the singular form. Da trabte ein Reiter. Yeah, third person singular. Da trabte ein Reiter. Okay, so let's move on. Was macht sie glücklich? Wann sind sie glücklich? Was bedeutet Glück für sie? Schreiben sie in das Textfeld. When do you feel lucky? What is luck for you? What means luck for you? Okay, so for example: For example, ich bin glücklich, wenn es meiner Familie gut geht und alle gesund si sind. I'm lucky. When I know that everything's right with my family and all of them are healthy. Glück bedeutet auch für mich. It means to me. Dass ich die Dinge machen kann, von denen ich träume. That I can do the things that I'm dreaming of. Okay?